Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bitterlüt. Männer, die mit Leidenschaft kochen. Gelernt haben sie es von ihren Müttern. Diese Frauen geben ihr grosses Wissen und ihre geheimsten Rezepte an ihre Söhne weiter. Aber können die auch etwas damit anfangen? Kochen der eigene Sohn besser als die anderen? 5 Hobbyköche stellen sich der härtesten Jury. Sie kochen für die Mütter von ihren Konkurrenten. Wer kocht sich direkt ins Mutterherz und wer muss noch ganz viel lernen? Das ist SRF bei den Leuten, Mannenküche. Es ist Samstagmittag und das hier ist die Nacht. Wer die Mannenküche gewinnen will, der muss früh aufstehen, so wie der Rolf Giesler. Bei ihm in Neuheim im Kanton Zug findet heute Abend die 2. Tafelrunde statt. Neu kochen die Männer nicht mehr für ihre Konkurrenten, sondern denen ihre Mütter. Eine knallharte Jury mit hohen Erwartungen. Und diese Erwartungen will der Rolf nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Aber das ist die Soße zum Hase und nachher tut der Hase in dieser Soße gut 1,5 Stunden köcheln. Und das ist dann nachher die Hauptspeise. Und warum ein Hase? Weil ich bin googeln bei der Männerküche und es hat noch nie einen gemacht. Darum habe ich gedacht, ich mache mal einen Hase, obwohl ich es auch noch nie gemacht habe. Bis jetzt war das Spezialität von meiner Mutter. Jetzt hoffe ich natürlich, es käme genauso gut wie bei meiner Mutter. Also wenn er so rauskommt, wie er schmeckt, dann haben sie es sehr gern. Dazu gibt es Herdöpfelstock. Selber gestampft, natürlich. Die Hobbyköche dieser Mannenküche bringen ihre Mütter zu der Tafelrunde auf Neuheim. Vreni ist die Mami von Bernhard. Und Diana, die Mutter von Hubert. Sie wissen schon, was es gibt. Und es sieht so aus, als hätte Rolf ins Schwarze getroffen. Also Küngel und Herdöpfelstock ist ein Lieblingsgericht von mir. Mache ich auch ab und zu. Ich habe einen Kollegen, den ich aber Küngel bekomme. Ich hoffe, er hat mir dem Küngel das Fell so richtig über die Ohren gezogen. Aber die Kombination ist sehr gut. Ja. Zurück dürfen wir eine Zeit zurück. Eben. Das ist heikel. Ja, 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 ja. Vielleicht hat er ihn eingeweicht. Weißt du nicht? Ja, vielleicht in Wein, weißt du? Ja, von Stock ist auch fein. Sepp ist auch ein Seele. Ja, aber weißt, macht das Seele. Beim Rüsten darf Rolf seine Mami, Bertha, noch helfen. Und auch beim Klären von zoologisch-kulinarischen Finessen. Wir sagen eigentlich schon immer Hase. Gell, bei uns. Wir haben nie immer das gesagt. Also, wir haben die Küngel nicht gekannt. Für uns war das ein Hase, der man gumpet ist. So oder so, das Tier gumpet nicht mehr, sondern liegt auf dem Teller der Jury. Nathalie ist die Mami von Michael, die letzte Woche gekocht hat. Und Renato, seine Mutter, heisst Marianne. Sie sieht gewisse Probleme beim Menü des Rolf. Küngel, ja, da muss man aufpassen, dass er nicht allzu trocken wird, dass er saftig ist. Ja, wenn er genug Soße hat, meinst du nicht? Ja, also, und der Herdöpfelstock. Dann musst du also einfach die richtigen Herdöpfel haben, dass er nicht klebrig wird, dass er luftig wird und gut. Aber es tut gut, würde ich jetzt auch noch nicht. Nochmal, ja, auf jeden Fall. Ja. Oh, ich esse ja alles, weißt du. Den Küngel, den stelle ich mir jetzt butterzart vor. Und ja, dann musst du dann aber noch schauen mit dem Zart. Das ist dann je nachdem noch heikel. Denke mir beim Küngel die Herausforderung, dass er nicht zu trocken wird. Ja. Also du vergissest, dass deine Mutter noch die eigenen Zähne hat und dann packe ich dann den schon. Also ich gebe mir mal Mühe, um den Küngel mit dem auf Freundschaft zu sein. Ja, dann. Die 4 Hobbyköche und Konkurrenten des Rolf dürfen nicht mitessen. Sie schauen von weit her zu, was in der Küche passiert. Ja, hallo miteinander. Einzig allein ihre Mütter entscheiden, wie gut der Rolf kocht. Marianne, hallo. Vreni. Hoi. Ich habe es noch nicht probiert. Hast du noch nicht gesagt? Ja, nicht schon mal. Haben wir also Mühe gegeben?
Mutter hat zwar immer wieder eingeschwätzt, aber ich hoffe, sie ist gleich gut gekommen. Es muss ja so sein. Aber du? Die müssen es auch noch lernen von den Eltern. Ja. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich hoffe, du hast es gut gemacht. Zum Wohl, Nathalie. Zum Wohl. Marianne? Hey, haben wir ein Leben. Das zweite Kopftüchli in der Familie Gisler gehört der Eva, einem Rolf seiner Frau. Sie verlässt ihn Anfangswoche. Ich habe um 5 Uhr einen Flug in Zürich und gehe auf Mallorca in eine Laufwoche. Vorgängig habe ich ihn unterstützt, aber es ist schlussendlich seine Show mit seiner Mutter und es braucht mich eigentlich jetzt nicht mehr. Also, sie lässt mich gar nicht im Seich, sondern sie hat mir die ganze Deko gemacht. Und genial. Zuverlässig, wie sie ist, kreativ, wie sie ist. Und für das bin ich natürlich oben dankbar, weil ich wäre ein bisschen aufgeschmissen, weil kreativ bin ich beim Kochen, aber nicht auf dem Tisch. Ja, schlussendlich ist es seine und seine Sache. Da kann ich ihm gar nicht helfen, oder? Da würde ich eigentlich mehr stören. Und darum habe ich den Wink ernst genommen von dem «Geh dich du ein bisschen fort». Genau. Hey, ciao Bella. Tschüss. Mach's gut. Viel Glück. Ja, vor die Bücher. Tschüss. Bye bye. Ich hoffe, sie haben es schön. Und ich bin eigentlich schon ein bisschen. Ich bin schon ein bisschen am Kochen. Ich bin recht zuversichtlich. Ein bisschen angespannt, aber in einer guten Form. Und ich denke, hilft auch dann eine gute Qualität mit viel Liebe und Herz auf den Tisch zu zaubern. So. Vom Rolf kommen das Herz und Liebe von der Bertha die Erfahrung. Schließlich kocht der Rolf den Küngel, den Has nach ihrem Rezept. Die grossen. Jetzt tust du das so schichten. Die tut man jetzt schön hier auf die Dinge. Und die Zwiebeln. Pfeffer brauchst du noch, oder? Ja, der Knoblauch. Da. Musst du nicht ein bisschen geschiebelt? Ich tue ihn gerade geschiebelt. Ich hätte dir eigentlich jetzt Gummi. Ja, also gummimässig zugeschaffen. Also du. Jetzt kannst du etwa 3 Teile machen. Ah, gut. Nicht 4. Ja, ist ja gleich. Ja, das ist ja ein bisschen dünner. Hast du nicht gedacht, dass das nicht passt? So. Musst du dich rechnen, das hättest du gewusst. Ja, das weiss ich auch. Das ist ein alter, du. Den Pfeffer haben wir jetzt vergeben. Aber Rolf. Ja, ich habe dir ja gesagt, brauchst du Pfeffer. Ja, wo hast du? Da. Man sollte halt das Zeug auf dem Tisch haben. Furchtbar. Einfach schön. Also der Metzger hat mir eben gesagt, wir müssten alles decken mit Weisswein. Und die Mutter macht aber eine sogenannte Trockenbeize. Und jetzt sind wir uns da nicht so ganz einig. Decken mit Wein habe ich nie gemacht. Ja, dann machen wir es so, wie du machst. Ja, sicher. Die Bertha sagt, was durchgeht. Das haben auch Rolf seine Konkurrenten gemerkt. Was mir gedacht hat, dass die Mutter drückt recht durch. Ja, er hat sich gar nicht getraut, etwas Eigenes zu machen. Vielleicht. Nehmen wir den Pfand an. Wenn er ein guter ist. Hallo? Hallo. Wolltest du etwas probieren? Nein, ja, morgen schon. Das ist gut. Also? Und jetzt einfach drüber. Mach du das. Ja, ich habe den nur immer so gemacht, dass er unten eigentlich gedeckt ist. Das ist eine Trockenbeize. Okay, ja, aber das ist ja gleich nass. Das macht doch nichts. Das macht doch keinen Sinn. Das sind, unten dran sind sie im Wein und oben dran sind sie Druck. Ja. Also dann... Wo sie den Küngel gebeizt haben, habe ich das Gefühl, dass sie nur wenig Wein drüber tun, dass sie ihn selber saufen kann. Das könnte noch sein. Komm, gib noch ein Flau raus. Da. Ich glaube, das ist gut, wenn wir das decken. Ja, gut, ich mache es, wie du sagst. Aber... Nein, weißt du wieso? Es macht keinen Sinn. Halt, stopp! Oh Gott! Moment, jetzt kommt der Finger zum Einsatz. Irgendwann wird er mal den Finger reintunkeln. Dass er auch noch etwas gemacht hat. Genau, dass er mal noch dreckige Finger gekriegt hat. Sie hätten sogar den Wein reinschütten. Ja, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Das kommt gut so. Ja, das ist die Sache. Ja, schon meine. Das ist aber nicht mehr eine Trockenbeize. Nein, das ist jetzt eine Rolfbeize. Da schauen, wie es rauskommt. Du musst einfach Mütter beeinflussen und sagen, das ist im Fall der mein Hase. Ja. Nicht, dass ich den schuld bin. Ist echt die Rolfbeize wirklich besser als der Bertha ihre Trockenbeize? Wir werden es sehen.
Der Haas bettelt jetzt ein paar Tage im Fondant. Für seine Kinder kocht Rolf ganz anders. Die wollen keinen gebeizten Haas, sondern panierten Fisch. Weil seine Frau zu Mallorca am Joggen ist, schmeißt er daheim den Laden. Das ist nichts Neues für ihn. Ja, mit 21 bin ich schon mal Hausmann. Vor langer, langer Zeit. 45 Jahre jetzt. 35 Jahre jetzt. Nicht 45. Und bin damals so ein bisschen. Ja. Drei geschubst, wie man dem auch immer sagen. Meine damalige Frau war Lehrerin. Ich habe dann gesagt, ich mache es mal ein bisschen. Und aus dem bisschen sind 7 Jahre geworden. Und so bin ich eigentlich auch zum Kochen gekommen. Sprich, mit allen Anfangsschwierigkeiten, die das Kochen beinhalten. Ist mir am Anfang sehr viel verreckt. Auch. Als Hausmann damals, so vor 35 Jahren, war mir nicht nur ein Exot, sondern auch ein bisschen eine Aussenseiter. Also ich musste das schmerzlich erfahren. Nicht nur ich, auch die Ex-Frau, weil sie war die Rabenmutter, die arbeiten musste. Und ich der Fuhlsieg, der daheim war. Und das hat sich, glaube ich, zum guten Glück heute ein bisschen geändert. Weil ich glaube, die Hausarbeit wird heute vermutlich wieder ein bisschen mehr anerkannt und geschätzt, als das vielleicht vor 35 Jahren der Fall war. Vor allem als Mann. Als Mann hat man das vor 35 Jahren nicht gemacht. Wie wenn der nichts gearbeitet hat. Ja. Hoi, Papi. Hallo, Aaron. Was gibt's Feins? Fisch und Hörnäpfel. Okay. Und Nüsslisalat mit Ei. Der Aaron ist 11. Er kommt immer heim essen über den Mittag und ist eine gute Küchenhilfe. Das ist Zoe. Sie geht in die 1. Klasse. Zoe? Willst du den Salat voraus oder nachher oder dazu? Nachher. Nein, dazu. Also gut. Bist du aufpassen, ist heiß, gell? Es geht. Voilà. So. Viel wichtiger als der Salat ist aber die Mayonnaise. Nicht zu viel, Zoe. Das sind natürlich wieder Bio, oder? Voilà. Aus Herz! Gut zusammen. Stopp. Du hast genug Mayonnaise dran. Nein, da! Auf dem Herdöpfelstopp! Das sind unnötige Kalorien. Braucht es nicht. Meine Kinder, meine Familie, das ist mein Ein und Alles. Also für die bin ich da, für die gehe ich arbeiten. Mit ihnen freue ich mich, in der Freizeit das eine oder andere zu machen und zu unternehmen. Und ich finde es etwas vom Schönsten, wenn der Sohn oder die Tochter kommen und sagen, du bist der beste Papi auf der Welt. Und dann bin ich auch stolz und merke, wow, cool. Der beste Papi auf der Welt schaut auch, dass die Mayonnaise-Kalorien wieder verbrannt werden. Dann am Schlittuhügel. Okay. Ja, wir gehen Ciao, Bob! So ein Sau! Komm, wir gehen da rein. Nein, nicht schon wieder! Eigentlich hat Rolf diese Woche ja frei genommen, damit er sich auf seine Tafelrunde vorbereiten kann. Aber heute sind die Kinder wichtiger als der Küngel. Und morgen ist schliesslich auch noch ein Tag. Da wohnt im gleichen Haus wie ihr Sohn und Grosskind. Wieder noch voller Schnee. Heute ist sie für den Mittag verantwortlich. Beim Raufennen kochen sie ihre berühmten Äupler Makronen mit Apfelmus, garniert mit ein bisschen Kifflerei. Kennst du den Apfel?
Das ist im Fall super. Du nimmst immer Wurstkopf, gell? Aber der ist eben biologisch. Nein, der hat deine Bauern sind nicht biologisch. Aber du bist ja nur lustig. Das ist es auch, ich kenne dich. Du schaust nicht auf das. Bei dir muss es günstig sein. Und wenn möglich gratis. Nein, du bist auch noch ein Frecher. Aber das ist so. Ich zahle 2 Franken für ein Kilo. Eben. Ich 4 oder 5. Ja, ist schon gesponnen. Dafür ist er biologisch. Probier den mal. Das ist biologisch. Ja, typisch. Echt ehrlich. Du bist ein Fein, ja? Sind die nicht ein bisschen fein? Ich mache die grober. Du machst wie du und ich wie ich. Sogar das Härtöpfelschinden artet in einem Wettrüsten aus. Aber ich habe dafür einen gross. Du aber sauber schälen. Ja, du tust nicht sauber. Ich tue sauber. Bist du zufrieden? Kommt es gut? Ja, die kommen schon gut. Du, okay. Machen es schon manches Jahr. Sie sind immer gut gewesen. Berta hat nicht gerne neumodiges Zeug auf dem Teller. Was sie nicht kennt, das isst sie nicht. Gibt's so drei? Kannst du gar nicht direkt, muss ich nicht gerne sauen. Ja, ich tue sicher, ich brauche auch viel Käse. Jesus Gott. So, hallo. Ich kann noch ein bisschen Schweiz drüber. Täubler Makronen gehören zu ihrem Standardrepertoire, wo sie weiss, dass die ganze Familie gerne haben. Besonders ihren Mann, der Hans. Wir müssen ein Huhn zeichnen mit Tinten. Wenn es Äuplermakronen gibt, dann hockt hier der Hans mit am Tisch. Der Papi vom Rolf und die Mann von der Berta. Hast du es jetzt nach grosser Art oder nach Papi-Art oder gemischt gemacht? Gemeinschaftsproduktion. Ich habe grosse drei geredet und sie mir. Ja. Wie so üblich. Ja. Und 2 Themas in einem. Boah. 2 Themas. Bei etwas sind sich Mutter und Sohn aber einig. Sie wohnen am schönsten Ort der Welt. Jetzt wohne ich seit gut 15 Jahren im Elternhaus und seit gut 10 Jahren in meinem Haus, das ich von den Eltern bekommen habe. Und uns ist es sehr wohl und wir fühlen uns wirklich zu Hause. Ich glaube, ich bin Neuheimer mit Liebe und Seele. Ich liebe es, hier oben zu wohnen. Ich war mal weg, kurze Zeit, bin wieder zurückgekommen. Ich schätze einfach das Dorf mit der Ruhe. Mit der Verbundenheit untereinander, die man hat in den Leuten, das Vereinswesen. Die Lage, die wir haben, wir sind schnell neben draussen. Und wir haben alles hier. Man muss mit den Kindern Angst haben, wenn sie mal allein im Dorf unterwegs sind, weil wir keine Durchgangsstrasse haben. Also ich denke, Neuheim ist das Wohndorf mit Kind. Nach der Schule hat Rolf eine Lehre als Bäcker-Konditor gemacht. Aber wegen einer Mehlallergie musste er diesen Job aufgeben und nochmal von vorne anfangen. Heute arbeite ich als Sozialarbeiter bei der Sozialdienst in Zürich. Und habe das Glück, dass ich Chef sein darf von 15 Leuten, wo ich sehr gerne mit ihnen zusammenarbeite. Und es macht wirklich Spass. Jetzt bin ich bald 10 Jahre dort. Und es hat eigentlich noch keinen Tag gegeben, wo es mich angeschissen hat. Mit der Mannenküche macht Rolf also einen Schritt zurück zu seinen Wurzeln. Als Bäcker-Konditor hat er von Grund auf gelernt, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Aber ist das wirklich ein Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten? Wir werden es sehen. Aber zuerst will Berta etwas vorbereiten. Es gibt ein Fläschchen Eierkirsch für jeden Gast. Außer Konkurrenz natürlich. Kann ich starten? Gut. Ich muss jetzt zuerst Eier rausnehmen. Da kommen 6 Eier drin. Die müssen ganz frisch sein. Das ist für den Eierkirsch das Beste. So, siehst du, jetzt haben wir das. Hier reinleeren. Ich muss alle ein bisschen schauen, wegen dem Soft.
Weißt du, es gibt Zitronen, die nicht so. Ach, das ist nicht. Jetzt spritze ich sie dann. Jetzt ist es gegangen. Mal lange. Eine halbe. Und jetzt tut man das mixen. 2 Minuten. Du schaust 2 Minuten. Oder muss ich? Du musst schauen. Der muss richtig sämig werden. Ist jetzt gut wegen 2 Minuten? Berta, du musst schauen. Das ist ein bisschen dumm. Ja, das ist jetzt. Weißt du, so genau kommt es nicht drauf an. Aber jetzt muss ich noch den Kirsch rein tun. Ich tue jetzt ein bisschen stärker machen. Weil will da jemand vorsätzlich die Jury betrunken machen? Ist notiert. Ja, das ist gut. So. Voilà. Und jetzt muss ich noch mal eine Minute. Noch mal eine Minute mixen. Du, excuse. Für lauter Schwätze habe ich das da vergessen. Da muss ich jetzt aber noch rein tun, aber das macht nichts. Da macht es gar nichts. So. Ende. Das wäre auch noch nie passiert. Ich glaube, das passiert nur, wenn ich hier bin. Aber wenn du all 6 Sekunden hättest. Ich habe 3 Sekunden. Gisler jassen für das Leben gern. Meistens hocken 3 Generationen am Tisch. Shaila ist die Tochter von der Eva und ihrem ersten Mann. Oh, Barbara. Die Barbara ist Tochter aus der ersten Ehe von Rolf. Ein richtiger Patchwork-Family-Schieber. Ja, das ist immer noch. Ich hatte nicht so Geduld. Die Berta ist eine vergiftete Jasserin. Zwischen Elblermagrone und Eierkirsch hat sie immer Zeit für einen Schieber. 11, 21, 22. Es ist langweilig, wenn man so verliert. 35. Wir hatten keine gute Karte gehabt. Ja, wir sind aus. Eben, dann muss ich nicht mehr schreiben. Wir haben gewonnen. Gratuliere. Das finde ich äußerst. Wir sind Sieger, Herr Gisler. Ja, das ist jetzt wirklich nicht so schlecht für euch. Du sollst auch nicht gerne verlieren. Mit diesen Karten. Haben wir gut. Du kannst jetzt blind jassen und gewünscht. Ja, okay. Nein, aber nicht schlecht. Hey, muss ich sagen. Wer jetzt das Gefühl hat, das Neuheim bestehe das Leben nur aus Spielen und Schnaps, der täuscht sich. Am Rolf ist es wichtig, dass die Kinder ihre Aufzüge gerade nach der Schule erledigen. Okay, also was musst du machen? Das Gedicht auswendig lernen. Lies noch einmal und achte wirklich auf die Satzzeichen und auf die Betonung. Und vor allem lies es so, wie es hier steht. Mhm. Ein Eisberg träumt von wärmeren Zonen und wünscht, da möchte ich auch gerne wohnen. Jetzt ist er dort, nur Sand, kein Schnee. Er schreit, ich schwitze mich tot, oh weh. Super, jetzt auswendig. Ein Eisberg träumt von wärmeren Zonen und wünscht, da würde ich auch gerne wohnen. Ja, da möchte ich, nicht würde. Da möchte ich auch gerne wohnen. Jetzt ist er dort, nur Sand, kein Schnee. Er schreit, ich schwitze mich tot, oh weh. Wann muss es haben? Auf morgen. Okay, nach dem Autospielen noch eins. Also gehen wir jetzt rauf? Ja. Vater und Sohn stehen auf schnelle Auto. Darum haben sie nicht nur eins, sondern gerade ein Dutzend. Hey ja, sonst macht es doch keinen Spass. Zerputzt? Ja. Ja. Gut. Knapp bestanden. Okay. Also noch eine Seite, noch wird geschlafen. Nein. Nein. Bitte. Also.
Zu Hause isst Conny ganz schnell Mittag, obwohl es ihr Lieblingsessen gibt. Spaghetti mit roter Soße. Ohne gute Nachtgeschichte geht Zoe nicht ins Bett. Zum Glück steckt im angefressenen Autofan auch ein famoser Vorleser. Du musst deine Aufgabe erfüllen. Julia muss auf einem Bein um einen Stuhl hüpfen. Lars muss ein Lied singen und Conny einen Bürzelbaum machen. Tada! Du gute Frau, jetzt ist Feierabend. Morgen geht's weiter. Nein! Mal. Tschüss. Dechi, alles gut, gell? Tschüss. Bis morgen. Jetzt heisst es aber liefern, nicht mehr liefern. Es geht los mit der Tafelrunde vom Rolf. Das Highlight wird der Hase aus der Rolf-Beize. Ah, da könntest du Ruhe essen. So geil. Ich sag dir, er ist super cool. Ich bin froh, dass ich so entschieden habe, wie ich es entschieden habe. Du musst mal das Fleisch anschauen. Sensationell. Das Geschmäckchen. Perfetto. Da ist jemand ziemlich überzeugt von sich. Und die Beize, die jetzt der Hase drin war, nehme ich mich nachher zum Ablöschen der Franzose. Es gibt den Hase für die Mütter, kannst du schauen. Also Sura. Die haben unterdessen Platz genommen. Ich habe nicht mehr super. Ich vor allem auf die Aprikosen freuen. Oh, die Berta darf ihrem Rolf jetzt nicht mehr helfen. Hallo, Berta. Hallo, Marianne. Berta, danke vielmals, dass du da bist. Es geht in die heisse Phase. Der Rolf hat sein Kopftuch montiert. Farblich passend zum Inhalt der Pfanne. Zum Bödeln gibt es eine Rüebli-Ingwersuppe. Von der Menge her, glaube ich, es hat gut aufgegangen. Ich mache das meistens so ein bisschen Handgelenk mal bei und auch so ein bisschen erfahrungsgemäss. Ich gehe meistens jetzt bei einer Suppe gehe ich so von 2 Dezis aus auf die Person. Und das hat bis jetzt eigentlich recht gut geklappt. Frag mal, ob das Suppe noch ist. Die Jury hat langsam aber sicher Hunger. Das lässt Berta nicht auf sich sitzen. Die Suppe muss her. Und zwar sofort. Jetzt gar nicht schnell in die Küche. Ich gehe jetzt schnell raus und frage. Sag ich, du tust ja verhungern. Jetzt muss ich gleich hungern. Sie haben Hunger. Ja, dann komme ich. Ich habe gewartet, bis es zeigen kann. Ja, die haben gesagt, gehst jetzt du mal schauen, dass die Suppe kommt. Okay, ist gut. Ja, sicher. Molto bene sogar. Ja, super, Basel. Du hast es. Ist gut, ja. Ist gut, bist du gut. Also, ja. Ja, ich denke, man muss manchmal ein bisschen beimachen, gell? Jetzt kommt sie also. Die Rüebli-Ingwersuppe mit Orangen. Voilà. Wow, danke vielmals. Aber er musste mich sagen. Danke. Ja, wunderbar. So, ich muss noch warten. Aha. Das ist ein Orange Ingwersuppe. Es ist ganz wichtig, dass das am Schluss reinkommt, das Mark. Dankeschön. Sonst wird es bitter. Nicht so viel. Danke. Mir lange. Ich habe gerne ein bisschen sauer. Ich hoffe, es wäre euch nachher warm ums Herz. Das, ja, das ist jetzt schon. Das ist schon. Das Leben, Leben. Ja, aber weißt du, wenn etwas ist. Wow. Wow. Schön. Jetzt darf man sie dann glaube essen. Einen guten Miteinander. Danke. Danke. Noch nie in meinem Leben. Du siehst, was wir alles erleben in der Natur. Wegen Ingwer drin. Ingwer und Orangen passen von mir aus gesehen gut zusammen. Es ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, der Ingwer, aber es war speziell gut. Das Staunen hat es mir noch die Orangen, die nicht reingegangen hat. Der hat einen richtigen guten Gugi.
Es geht auf den Hauptgang zu. Diana traut dem Rolf beim Herdöpfelstock nicht über den Weg. Ich sag dir jetzt heisst Diana. Du hast heute Abend von mir Herdöpfelstock und du wirst sagen, Rolf, dann darf ich wieder kommen. Wer sich die Latte selber so hoch legt, muss alles geben. Das ist echt die schwerste Arbeit. Herdöpfelstock sollte nach Grossmutterart mindestens 100 Mal gerührt werden, dass er luftig, flockig und einfach fein wird. Und ich rühre ihn wahrscheinlich 150 Mal. Also jemand, der kochen kann mit allem ja, alles kochen. Das sage ich immer auch. Ja. Du, ich kann dir in einer halben Stunde das Bestmenü machen, wenn ich die Wahl habe. Gell? Wenn ich weiss, was machen. Eine halbe Stunde? Ja, sicher. Dann bist du schnell. Wenn, hast du geschnetzelt, so nüdelig? Nein. Mo, mach ich. Ja, ist nur der Föhl und Knoblauch schnetzeln. Ja, hast du eine halbe Stunde. So tönt es, wie gut du gern 200 Jahre Kocherfahrung am Tisch hocken. Du musst von Hand schneiden. Nein, nein. Ich habe, wenn ich die Ware da habe, mache ich das. Ja, ja, das Leib ist relativ. Ja, ja, hast du das gleich gemacht? Ja, ja. Also, das ist doch keine Kunst. 137, 138, 139, 140, 141, 142. Komm, das reicht. Der Hase hat gut anderthalb Stunden in der Sauce geköchelt und ist bereit zum Servieren. »143, 144, 145, 146, also das reicht.« Der Blumenköhli und der Brokkoli kommen aus dem Ofen. Habt ihr eine Fahne? 147, 148, 149, 150. Manchmal spricht beim Rolf der Konditor durch. Der luftig geschlagene Herdöpfelstock wird jetzt in den Rasiersack gemostet und durch die enge Hülle auf die Dauer gepresst. Ha! Ha! Da ist der Sierkreis. Es ist parat. Es gibt Hase, pardon, Küngu nach Bertas Art, Herdöpfelstock und Gemüse. Das gibt's nicht. Danke dir vielmals, Rolf. Merci vielmals. Ja. Voilà. Wow. Hey, danke. Ihr könnt schon anfangen, ich komme gleich mit der Soße. Danke. Gemüse jetzt. Ja, danke vielmals. Danke vielmals. Riecht so, wie die Gerstensuppe gerochen hat. Ja, das ist wow. Zum Verbrennen, gell? Und was mir gefehlt hat, also am Herdöpfelstock, da muss Soße dazu. Ja, kannst du noch Seele machen. Ja, also Seele, sogar in Gourmet-Restaurant kommst du, der Herdöpfelstock, da gibt es eine Seele drin. Aber das ist kein Gourmet-Restaurant. Es ist ein Cuvée. Die Soße zum Küngel war etwas dünn. Also, geschmacklich war sie sehr gut, aber für mich hätte sie etwas mehr verbunden sein. Also muss ich mich da irgendwie auf apropos Flüssigkeit, es gibt jetzt neue Wein zu diesem Gang. Ich habe dann Goldbeere und Cuvée Prestige. Extra Prestige, weil Mütter sind etwas Spezielles. Oder? Ja, das stimmt. Und ich habe gedacht, ich muss den Wein nehmen für euch. Danke. Ist ein Cuvée Cabernet Merlot. Und von wo kommt er? Aus der Genfersee Region. Rolf, es beruht auf Gegenseitigkeit. Die Söhne sind auch speziell für uns. Das ist doch so. Ja. Das geht mir aber am liebsten. Das stimmt. Aber willst du auch? Ja, gerne. Also ich muss sagen, mein Sohn würde für mich alles machen. Das ist so gut. Das stimmt. Aber ich mache ihn auch für dich. Du hast auch alles für mich gemacht. Eben, das muss man jetzt schon auch sagen. So gibt man sich gegenseitig den Schmaus, bis auch das letzte Glas voll ist.
Und es geht weiter mit den Komplimenten. Ja. Der Wein hat mich wunderbar gedunkt und habe ich gefunden, dass er sehr gut passt dazu. So ein kräftiger Rotwein. Also, das hat mir sehr fein geschmeckt. Zum Wohl miteinander. Neu Sitz. Dürften wir noch ein bisschen Wasser? Ich hätte noch ein bisschen gerne. Ja, sagen du eben sagen. Das Wasser fehlt noch. Danke. Also, bist du zufrieden? Ja. Mhm. Also, jetzt wirklich sagen. Ja, das finde ich auch fein. Gell? Mhm. Und der Stock ist auch gut. Mhm. Er wird den Stock. Doch nicht Stock. Nein, zuerst habe ich gemeint, ob er recht stockig gemacht. Aber er hat wirklich einen feinen Erdöpfelstock. Hast du den Rahm selber gemerkt, dass es gut gemacht ist? Und der Butter. Nicht nur so schnell umrühren, weißt du? Nein, das war ganz gut, der Stocki. Der Erdöpfelstock. Ja, so, gell? Das muss ich auch nehmen. Für das Gemüse ist vielleicht eine neue Küche, wo man einfach das nur so ganz leicht lind macht. Meine altes Semester Sommer, ich habe das Gemüse einfach noch ein bisschen gern, wenn es so ein bisschen mehr durch ist. Aber das Ganze hat schön ausgesehen und hat mir geschmeckt. Und das ist der Beweis dafür. Kultivierte Dame, die die letzten Bitzen Fleisch vom Knochen genagen. Ich glaube, von dieser Beize vom Küngel hast du nicht so viel gemerkt. Du hast schon gemerkt, es ist etwas passiert mit dem Küngel. Er hat den nicht einfach in die Pfanne da, sondern der ist ein bisschen gelagert worden. Der Küngel war nicht trocken. Der hat ihn sicher langsam brötelt. Wenn er schnell brötelt hat, dann wird es eich worden. In der Küche geht es weiter mit dem Dessert. Das ist ein selber gemachter Mürbteig für die Aprikosentürtli. Aber nicht einmal zu Neuheim wachsen um diese Jahreszeit Aprikosen, oder? Das sind Aprikosen aus dem Tiefkühler von meinem Baum, wo ich das letzte Jahr eingefroren habe. Jetzt lasse ich die noch ein bisschen mehr antauen. Nachher kommt dann der Guss drüber mit ein bisschen Ei und Rahm. Und dann geht es ab in den Ofen. Nicht nur die Aprikosen sollen auftauen, sondern auch die Mütter. Und dafür sorgt Berta mit ihrem Eierkirsch. So, ihr lieben Mütter, ich habe euch hier noch ein kleines Präsent. Danke. Das ist also ein kleines Präsent zum Heimnehmen. Ja, danke vielmals. Ich denke, wenn ihr jetzt 2-3 Wochen lagert, wird er umso besser gemacht von meiner lieben Mutter. Ist ja schon trinkbereit. Ja, und dann noch die Bestechung am Schluss mit dem Eierkirsch. Also ist ja auch noch dazu gekommen. Ja, wo er den Eier gemacht hat, Jeans. Also, habe ich auch mal etwas gehört. Haben wir gehört, ja. Das ist, glaube ich, die Mutter, die das auch gemacht hat, gell? Eben, ich glaube, die ist mehr in der Küche gestanden als er. In der Männerküche, meinst du, oder? Ja, und anstoßen tust du überhaupt nicht mehr. Das ist gar nicht mehr möglich. Heine will diesen Schnaps nie mehr. Ja, der macht doch nichts. Zum Mutter. Ja, in der Zwischenzeit sind die Aprikosentürtli fertig. Hey, aber wer hat die Glasse hergezaubert? Die ist doch am Ende nicht gekauft. Ich habe hier ein gutes Fabrikat und ich weiss, dass es wie selber gemacht ist. Und von dort her kann ich das eigentlich gut vertreten. Das ist eine sensationelle Glasse. Auf der Menükarte habe ich geschrieben, selbstgemachte Aprikosentürtchen. Mmh. Mit dieser Sendung denkt mir, ist das ja schon Ehrensache, dass man alles selber macht. Ich denke es auch. Da mag, also so ein Bescheissen mag es eigentlich nicht so richtig. Nein. Ja, und wie war das jetzt mit dem selber gemachten? Und um was? Hat sich vorher selber abgefüllt? Oder? Nein, ich habe gesagt. Nein, er sieht, er wusste, woher dass sie sind. Und sie sagen gut. Ja, also gut hat sie ausgesehen. Aber wer hat er gesagt, er hat Bäcker gelernt? Ja. Dann lernen wir doch auch Glasse machen, oder? Wissen nicht, aber sollten sie können. Ja, gut. Also ich bin Drucker, wo man Glasse machen. Und wo hast du die Erdbeere gezüchtet? Die erste Bio-Erdbeere aus Spanien. So. Aprikosen aus dem Tiefkühler, Erdbeere aus Spanien und Glasse aus dem Laden. Das zusammen gibt ein üppiges Dessert, wo jeder Schwerstarbeiter Freude daran hätte. Ich habe jetzt das Gefühl, es ist ein halbes Menü. Aber ich gebe jetzt das, was ich habe. Und die haben das so gerne, die sind das. Mal schauen, ob sie noch Platz haben für das Aprikosentürtli mit Vanilleglasse und Erdbeere.
Oi, 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 oi. Wow, wow, wow. Schön, hä? Das ist ein bisschen gross geworden. Es ist sehr gross, ja. Aber weißt, wir werden auch verwöhnt. Ja, wir werden sie. Also. Wow. Danke, Ruth. Hast du es gut gemacht? Mhm. Das weißt du auch noch nicht. Das Herz oben, ja, ich sage, also, du hast das Herz ist speziell für euch. Gell. Schweinka. Niemand fragt, ob die Glasse selber gemacht ist. Mhm. Also, der Teller, wie der aussieht. Mhm. Ist fein, das Tütchen mit dem Gell. Zimmer drin. Ja. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, hätte ich nie gedacht, dass es so fein geht. Danke. Sag uns das. Zimmerdraht, das ist auch so fein. Oder Möpfelmus. Das war ganz wunderbar. Hat mich fein gedacht. Und dann war es Glasse dazu, wo ebenfalls wunderbar war. Also das Glasse und das Aprikosentürtchen hat mich fantastisch gedunkt. Also Aprikosen waren sehr fruchtig. Man hat wirklich geschmeckt, es ist eine Aprikose. Ich sage gut. Hast du das nicht mögen, das Erdbeere? Nein, das nimmt der Rolf noch. Ich finde das herrlich. Er ist ganz ein herzlicher, spontaner, lustiger Gastgeber. Eben, er hat am Tisch hat er noch schnell können, aus dem Teller noch etwas rausschnappen. Ich habe das gefunden, das ist, glaube ich, Rolf. So ist er. Voilà. So, hätten wir das. Ein gutes Gefühl jetzt. Wenn die Teller leer sind, ist es einfach ein lässiges Gefühl. Hat Spass gemacht. Das war gut. Das ist sehr kleiner, der ist gleich. Mal, bin zufrieden sehr. Jetzt hält Berta nicht mehr am Tisch. Sie muss doch schauen, wie es dem Bub geht. Und eine erste Kritik platzieren. Hey, ist gut gewesen? Sehr. Ich bin sehr überrascht darauf. Also, dass sie so gut kochen. Ja, sie rühmt. Echt? Ja, sie haben sehr gerühmt an das Dessert. Sie sind sehr zufrieden. Sind also alle sind begeistert. Was gibst du mir für einen Punkt? Ja, ich gebe. Wenn jetzt könntest du punkten. Ich in dir? Ja. Ja, dann gebe ich einen guten. Ja, hallo? Was gibt es mir heute? 80, 90, 100? 95. Wir können es. Nein, es war super gewesen, Rob. Ich war sehr überrascht. Und das meinen die anderen. Jede Mutter kann Rolf maximal 100 Franken ins Kessel tun. Ich gebe am Rolf 85 Franken. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei ihm. Sein Essen war gut. Die Tischdeko hat gestimmt, das Ambiente hat gestimmt. Wir haben es ganz schön gehabt. Ich gebe ihm Rolf die 75 Franken. Er hat wirklich super gemacht. Ja, er hat es sicher verdient. Eben, wegen der Soße. Ja, das ist nicht wirklich der Grund. Aber es wäre besser, wenn er ein bisschen zahmer gewesen wäre. Ich gebe Rolf 75 Franken. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und er hat kleine Fehler gehabt. Beim Service der Getränke und die Soße war für mich zu dünn vom Kümmel. Also ich gebe Rolf 80 Franken, weil ich denke, es war sehr ein feiner Nacht. Er hat sich Mühe gegeben. Wunderbares Dessert war von einem Traum und eine sehr spezielle Suppe. Und der Kümmel war tatsächlich auch zart. Danke vielmals. Mit total 315 Franken kann der Rolf nicht mehr gewinnen. Momentan bedeutet das Resultat für ihn Platz 2. Nächste Woche kocht Marianne ihren Sohn, der Renato. Ja. Wohlgesättigt. Cool. Ja. Es war ganz gut. Wir haben es mega toll gehabt. Ah, schön. Ja. Ist ja super. Ob es auch bei Renato noch schöner wird? Der Student aus Sursee will die Herzen der Mütter mit wenig Budget und viel Liebe erobern. Nächste Woche in der SRF bei den Leuten Mannenküche. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.